Herzlich willkommen, ich bin der Paddy und das ist die Laura Münstermann. Hallo Laura, hi. Schön, dass du da bist. Du bist 23 Jahre jung. Wir haben uns bei einem Interview kennengelernt. Du hast mich interviewt genau. Für deinen Podcast. Ich habe gerade mal den Ton ausgemacht. Ja. Und es ist ja so, du bist... Maus kaputt. Egal. Okay. Oh Gott. Du bist angehende Sexualtherapeutin. Genau, Pädagogin, so in etwa, ja. Interessant, genau. Interessant. Das ist ja echt abgefahren. Das heißt, du möchtest Leute bei ihren sexuellen Schwierigkeiten helfen? Ja, in gewisser Weise schon und halt darüber aufklären. Also ich bin Sexualpädagogin, vielleicht mache ich noch die Weiterbildung zur Therapeutin, aber im Moment bin ich gerade so mit meinem Projekt sexualpädagogisch wertvoll am Start. Genau, unterstrich wertvoll auf Instagram. Ja, unterstrich das ist wertvoll die Adresse. Auf Instagram, genau. Und pädagogisch mit P, mit AE natürlich. Genau, weil Instagram halt. Ja, und genau, ich habe da meinen Podcast, da warst du ja auch schon zu Gast. Eben, und da haben wir uns ja kennengelernt. Richtig. Und da haben wir uns gut verstanden, aber platonisch, sie hat einen Freund, alles cool. Also da waren jetzt wahrscheinlich schon ein paar Leute in den Startlöchern. Ah, da schreibe ich mal einen Kommentar, da läuft da oh, was. Paddy, da ey, läuft die, doch was. Die hast du dir aber klar gemacht, ey, ja, du als die Olle hast du mal richtig hier, ne? Geil, das ist endlich mal eine Frau, die so einen Humor auch hat und die sich nicht gleich mi angegriffen fühlt, sondern weil eine Strategie im Umgang mit Chauvinismus und so weiter, ist ja auch das Kontern. Ja. Und es wäre so einfach, anstatt, ich finde, manchmal doof, wenn Frauen dann immer die Opferrolle einnehmen, anstatt mal einfach zu kontern. Ne? Ich meine, so einfach ist es natürlich nicht. Kommt ja auch die Vorerfahrung an, was Frauen erlebt haben und so. Aber letzten Endes stimmst du mir damit doch überein, dass es eigentlich ganz gut ist, wenn Frauen dann mal ein bisschen Kontra geben, anstatt gleich die Leute anzuzeigen oder so, wenn sie mal einen Spruch bringen oder so. Ich meine, anfassen geht ja gar nicht, aber ich finde Kontra geben vielleicht auch mal eine geile Sache. Ja. Es ist zu komplex wahrscheinlich, es oder? Ist, ich könnte da jetzt ganz viel zu sagen und ich finde, das muss man sehr differenziert betrachten. Ja, immer von Fall zu Fall. Genau. Ne? Genau, Verallgemeinerung, wie ich das gerade machen wollte, ist natürlich Blödsinn, das geht nicht. Ne? Das ist klar, das ist klar. Nein. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht hier, um über Catcalling oder sonst was zu diskutieren. Das ist Stoff für komplett eine Stunde. Ja, ja, natürlich, hier. Wir haben eine Kuriosität gefunden. Ja, wir sind gerade die Spiele vom Nintendo DS irgendwie durchgegangen. Oh, jetzt bist du abgeschnitten gerade. Du darfst da nicht raus aus dem Greenscreen. Ist nicht schlimm. Wir bleiben so. Was hast du denn überhaupt gemacht? Ich wollte eigentlich einen Schluck O-Saft trinken. Und den hast du jetzt trotzdem nicht mitgenommen. Dann holen dir doch. Dann holen den doch. Und sie wird abgeschnitten. Cut. Oh. Oh Mann, boah, eben noch drüber gesprochen, die Laura. Ist aber manchmal ein bisschen, ne? Ja, aber ich ja auch. Verpeiltheit ist ja Teil von uns. Ich crashe heute deine Aufnahme. Ja, genau. Sehr gut. Es tut mir voll leid. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was da los war beim Nintendo DS. Da konnten offenbar alle Leute Spiele machen, weil Nintendo war ja immer mit ihrer Politik, Lizenzpolitik ein bisschen kompliziert und bei Nintendo DS gibt es plötzlich etliche Spiele und da haben wir Quiz-Taxi entdeckt und da haben wir gedacht, komm, das spielen wir jetzt mal. Wir haben es noch nicht angeguckt, das ist jetzt live quasi, dass wir das jetzt irgendwie versuchen und ich hoffe, es klappt. Ja, dann wollen wir mal starten. Ja, wähle einen der Charaktere. Kann man dann auch zwei Pläne, ist wahrscheinlich nur ein Player, aber wir können ja zusammen auch spielen. Ja. Ne? Mach doch irgendein Mädel. Okay. Ne? Cool, Namen. Oh, auch interessant hier, dass man eine gewisse Anzahl nur an Buchstaben hat für den Namen. Finde ich auch ein bisschen schräg, muss ich sagen. Finde ich auch. So, ich hoffe, es funktioniert Tastatur. Das. Oh Gott, muss man die Tastatur auswählen? Geht nicht, oder wie? Ich weiß. Ich habe doch eine Maus. Ah, ich werde es mal reparieren, die Maus. Und dann könnte man ja mal gucken. Ah, perfekt. Ja. Komm, dann machen wir mal Laura schnell. Ja. Laura. Aber na, viel länger durfte dein Name jetzt auch nicht sein. Nee. Also das ist ja auch schon mal sehr kurios, dass man da einfach nur, ihr Name darf nur, wie viel waren es, 8 oder was? Ja. 8 Buchstaben oder so, keine Ahnung. Krass. So, sie ist eingestiegen, da ist das Taxi, okay. Verrate mir, wo ist es? Ja, passiert jetzt irgendwie noch was? Ja, wenn du drückst. Was ist das hier? Strecken? Ja, irgendwelche Strecken. Gibt es jetzt hier auch Straßen, die man... Das ist ja okay. Okay. Was machen wir denn für Strecken? Machen wir hier mal eine kleine, oder? Erstmal so. Wir haben das, wie gesagt, noch nie gespielt. Los geht's.
Let's go. 50 Euro können wir gewinnen. Scheinbar. Welche ehemalige deutsche Bundespräsidentin verstarb im Jahr 2006? Ja, bitte. Johannes Rau natürlich. Ne? Hättest du auch gewusst, oder? Natürlich. Nein, aber der andere ist ja Fußballspieler und der ist auch noch falsch geschrieben. Rüdi. Das bedeutet dieses Verkehrszeichen. Autobahn. Wir müssen ja hier schnell beantworten auch, ne? Da ja, geht ja, richtig, um Schnelligkeit, weil wir ja ständig am Fahren sind. Wer ist in Karl Mays Abenteuergeschichte der Schatz vom Silbersee? Der weiße Blutsbruder. Es ist auch Shatterhand, natürlich. Ja, das hätte ich auch. Ja, das. Oh, noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Welcher Agent verfügt über die Lizenz? Ja, bam. Ja. Komm. Schnell. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Wendeverbot. Wendeverbot. Das war ja bis jetzt immer die 2. Das ist ja auch komisch. Jetzt mach das. In welchem Land heißt das Parlament Knesset? Wie Italien? Oder? Israel. Ja, Israel. Sehr gut. Weil es hat so ein bisschen jüdisch so vom. Wir haben ja immer noch. Was für ein Tier ist die Mamba? Eine Schlange? Schlange, Hausschlange? Würgeschlange. Würgeschlange. Okay. Würgeschlange. Boah, wir haben noch keine falsch gehabt. Geil. 300 Euro, was können wir denn damit machen? Oh, das wäre doch die Giftschlange gewesen. Hey, da war doch grün. Keine Ahnung, aus welchem. Österreich. Okay. Okay, wir sind noch nicht draußen. Also. Aber ist klar. Wir haben noch 1,6 Kilometer. Welche sportliche. Freut mich, dass wir fechten. Ja. Nice. Mit welchen Tieren? Gänsen. Gänsen, natürlich, Nils Holgersson. Ja. Mein Kumpel Henning hat seinen Sohn so genannt. Ist so lustig nach Nils Holgersson. Ist echt lustig. Ich bin drin für einen Internet. Boris Becker. Aha. Wusstest du ja, das? Ja, ich glaube, an den Werbespot erinnere ich mich. Ja, den habe ich vor ein paar Monaten mal gesehen. Wofür ist Kindertagesstätte? Vertrau mir. Ich habe ja eine unterm Haus hier. Ja. Ach so. Ja, neu. Da war vorher ein Beerdigungsinstitut drin. Oh. Vom Tod zum Leben dann. Fantasy-Film 2005, Chroniken von Narnia? Ich glaube ja. Mach oder? Ich nie. Oder? Ja. Mhm. Nee, das war auch nicht so mein Ding. Bonusfrage. Bonus 950 Euro, leck mich doch am Arsch. Starlight Express, Essen, Starlight Bochum. Ja, Starlight Express. Stimmt das? Ja. Nein, stimmt nicht. Elise, das war Bochum. Da wurde das, glaube ich. Ja, genau. In welcher Stadt endete die Tour de France? Paris, oder? Lyon. Oder? Ist das Lyon? Weiß ich nicht. Nein, wir haben einfach nur Paris, weil Paris. Nein, Paris war richtig. Paris ist ja auch ein Glück. Alles gut. Ich habe keine Ahnung von Tour de France. Wie viele Mannschaften erreichen das Achtelfinale im DFB-Pokal? 16, oder? Wie viele erreichen? Vielleicht. Ja. Macht ja Sinn. Beckham. Geil, das läuft gut, oder? Und macht Spaß. Macht Spaß. Ich bin jetzt für verpflichtet, Inventur. Ja. Es geht halt um Schnelligkeit, deswegen sorry, wenn ich dich da override. Alles gut. Degen oder? Ja. Degen. Ich meine auch. Deswegen bin ich ja so degeneriert manchmal. Ja. Ich glaube, es ist ein Pilgerfall Mekka, oder? Bei Pilger habe ich einfach so aus dem Bauch. Ja, ist doch richtig. Ein Glück, ja. Gutes Bauchgefühl. Konter. Bam. Kontergan ist was anderes, ne? Nicht zu verwechseln damit. Das war übrigens schrecklich. Groschen, 10 Pfennig. Groschen. Wusstest du das? Mhm. Das wusste ich nicht. Geil! Welchen Sinnesorgan befindet sich Hammer und Amboss? Befindet sich Nase? Die Nase sein. Ja, habe ich auch, war so mein erster Gedanke, ohne dass ich Arzt bin. Oh, natürlich! Nee, ist mir nicht eingefallen. Nicht natürlich. Lenkhilfe, Servotronic. Tokotronic, super, Band.
Nur noch 100 Meter zum Ziel. Expedition Heinz Hillmann, ins Tierreich. Ins Tierreich. Das stimmt, auf jeden Fall. Okay, cool. Das macht Spaß, Mann. Ja, ja. Voll Spaß. Ja, aber auch nur, aber vor allem so, weil es auch um Schnelligkeit geht, ne? Geld zu verdoppeln. Oh, ho, ho. Ich bin Zocker. Natürlich verdopple ich den Scheiß. Hallo. Der Pflege Tamagotchi. Ja, bitte. Geil. Oh, ich hab dich angespuckt, sorry. Geil, ich hab eine feuchte Aussprache ohne Ende. Ja, und dein Zahnarzt sagt, das ist gut. Weil Speichelfluss und so. Ja. Genau, ey, voll geil. Machen wir noch eine Runde, oder? Mal. Klar. Machen wir hier die längste Strecke, würde ich sagen. Ja. In die Paulstraße. Wollte ich immer schon mal hin. Absolut. Soll ich jetzt hier nochmal auf Paulstraße gehen, oder was? Los geht's, okay. Geil. Was haben wir denn hier? Kollidierte Eisberg. Eisbär, Wal, Eis, also das ist ein bisschen leicht, aber es geht ja um Schnelligkeit, deswegen. Flagge, oh Gott, da bin ich schlecht drin. Spaß also Brasilien nicht, Spaß mit Flaggen. Wollen wir Andorra sagen? Oder ja. Und? Ist doch komisch. Und? Ein Und-Land? Was ist das Und? Hä? What the? Ach so, ach, das war nur ein Teil, okay. Das haben wir nicht gehört. Dann hätte ich sagen können. Wettkampfsprache, Französisch fechten, oder? Hangard. Ist doch Französisch. Ja! Hangard. So, was für eine Flagge ist das? Jamaika. Ja, würde ich auch sagen. Wie die Koalition. Spaß mit Flaggen ist das hier. Nee. FDA frisst die Hälfte. Bam. Das wusste ich nicht. Echt nicht? Krass. Cool. In welchem Bundesland Traumfabrik Hollywood, Kalifornien? Bam. Es ist angenehm, dass man mit der Maus spielen kann, weil mit Joypad als Maus wäre es schwieriger. Ja, dann hätte es wahrscheinlich richtig viel Zeitverlust auch. Disney für Bernhard und Bianca. Mäuse. Geil, oder? Das ist voll gut. Ja. Ben möchte jetzt mal, wenn er Spitzenreiter nennen darf, Platz 1. Hallo? Also manche fragen ja auch ein bisschen für sehr Dreijährige. Sehr, ja. Dreijährige. Besitzt eine Orange, Vitamin C, Orange? Vitamin C? Ja. Ja. Vitamin R, bei Simpsons gab es mal irgendwie über Vitamin die Schulkantine. R. Berliner Bürgermeister, männlicher Klaus Bovareit. Ich bin schwul, das ist gut so. Ja. Sweet. Lebensgroße Versuche, Crash-Test, Dummy. Ja. Remy, Dummy. Welche? Ich weiß es auch nicht. Wächter des Lichts, komm, bam. Das klingt so episch. Das muss es eigentlich sein. Nee. Nein. Nacht, der Nacht. Oh, nee, das muss nicht. Wenn man den nicht kennt, dann kennt man nicht. Der Per Anhalter, Tramper. Tramper. Hast du mal gemacht? Nee, da werden so viele Leute ermordet immer. Was heißt denn das? Bewegliche Brücke, Gefahreninsel, Kanalmündung. Was heißt denn das? Kanalmündung, was weiß ich? Keine Ahnung. Was mit Brücke? Bewegliche Brücken war mein erster Gedanke. Hätte ich so genommen. Also in der Fahrschule haben sie immer gesagt, Achtung Viagra. Es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, es hat dir auch ein Spaß. Ding so. Ja. Du hast alle deine Leben verbraucht. Oh. Was? Haben wir so schlecht abgeschnitten bei eigentlich der Strecke? Eigentlich waren wir voll gut, aber wahrscheinlich, wenn wir aufs Ganze gegangen sind, sind wir jetzt mit null rausgegangen. Mhm. Ja, wir alten Zocker, wir. Komm, eine machen wir noch. Oder nee, waren wir denn in der Bonusrunde? Nee, waren wir nicht. Nee, wir haben doch nochmal neu angefangen. Ja, ganz normal. Waren ja mega schlecht. Sorry, ja. Nö, ja, nee, kannst du ja nicht. Wie viel Pfund sind ein Doppelzentner? Zentner sind doch Pfund? Ich keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, versuch mal mit 12. Ja, das war. Das ist kein 12, das haben wir gedacht. In einem Roman Alice. Von Luska Ellis. Eigentlich hätte man nach dem ersten Mal Schluss machen sollen. So, wir kacken jetzt so ab, ey. Wir waren so gut eben. Das schneiden wir dann einfach raus. Raubtier, Löwe ist doch der größte, ja, oder? Das ist doch Panther und Leopard. Nee, das sind eher diese. Ja. Wird das Umfüllen vom Wein. Dekantieren? Nee, ja, allerhöchstens. Deklarieren ist was anderes und reklamieren auch. Auch. Kann man Ausschluss erfahren. Ja. Jetzt wird es aber schwieriger, habe ich so den Eindruck. In welche Flagge? Schweiz. Ja,
Richtig, ja, wenn es Schweiz ist oder es ist Dänemark. Oder? Damn it, es ist Dänemark. Oh nein, wie dämlich. Flaggen, super. In welche Himmelsrichtung muss man schauen? Intensives Abendrot. Also im Norden nicht. Im Osten geht die Sonne auf, im Westen. Bitte. Ja, guck mal, unten drei Leben. Ah, jetzt langsam kapiere ich das Prinzip. Je nachdem, wie viel Zeit man verbraucht. Astrid Lindgren, Schweden. Schweden. Wenn man zu lange braucht, dann hat man ein Leben weg. Aber so ganz check ich es trotzdem nicht, wann das Leben genau weg ist. Großer Preis. Im Tölke. Das wüsste ich jetzt. Ja, das ist so eine. Das ist natürlich meine Frage. Ja, absolut. Mega. Pralinen. Pralinen, ja. Geil, ich find's so cool, macht so Spaß, ey. Ja. Was bedeutet dieses Verkehrszeichen? Verengte Fahrbahn, meine ich. Ja. Würde ich auch sagen. Kann man auch sexuell interpretieren. Naja. Oder? Ja. Könnte man. Wenn man denn wollte. Welche Comicfigur war leidenschaftlich? Natürlich Dagobert. Welche ehemals jugoslawische Landtrennung? Von Serbien. Montenegro? Kosovo? Scheiße, war es Montenegro? Da bin ich raus. Ah, ja, Glück gehabt. Ein Glück. Welches Eisen bringt Hufeisen. Angeblich Hufeisen? Ja. Nicht das Brecheisen? Auch geil. Stars and Stripes USA. Ja. Wir haben ein bisschen Panik und will jetzt hyperschnell machen. Weil wir haben nur noch ein Leben. Welches Instrument führt die deutsche Posthorn? Wobei ich mir so eine Mikrosekunde unsicher war, weil ich dachte zu offensichtlich. Zu offensichtlich. Hä? Barolo, Weinort, Spanien, ja, wahrscheinlich Bulgarien. Wahrscheinlich Italien. Nein! Italien, du hast recht gehabt! Leben verloren, du hast alle deine Leben verbraucht. Böse. Mhm. Aber ich fand's total geil. Ich fand's auch gewonnen, oder? Ja. Mega Quiz, Taxi auf dem Nintendo DS. Wer hat je davon gehört? Kein Mensch. Aber macht Spaß, oder? Ja, ist geil. Witzig. Geil. Voll gut. Also, das war's. Laura, herzlichen Dank. Ich danke dir. Und bis bald, ne? Ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.